Magnetmotor. Ein Motor, der ohne Energiezufuhr ewig läuft. Eines der Dauerbrenner-Themen, die ihr euch in der WhatsApp-Community gewünscht habt. Und er wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. Kann das funktionieren? Und wie funktionieren Elektromotoren überhaupt? Und kann es solch einen Magnetmotor geben? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Nicht nur in Elektrofahrzeugen, sondern auch in Haushaltsgeräten und in modernen Anlagen ist die elektrische Antriebstechnik entscheidend dafür, den Energieverbrauch zu senken. Also wird intensiv nach modernen Möglichkeiten geforscht, sie so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Und jetzt soll es sogar einen Motor geben, der komplett ohne Energiezufuhr mit Dauermagneten funktionieren soll. Mal sehen. Für Elektromotoren kommen unterschiedliche Motortechnologien in Frage. Als Standard wird der Drehstrom-Asynchronmotor eingesetzt. Doch als echte Alternative dazu erweist sich immer mehr der sogenannte permanent erregte Synchronmotor, vor allem im niedrigen Leistungsbereich. Synchronmotor bedeutet, dass es keinen Schlupf zwischen Rotor und Stator Drehfeld gibt. Das erkläre ich jetzt, wie etwa bei der Drehstrom-Asynchronmaschine. Da läuft der Stator, also die durch Spulen erzeugten Elektromagnete, schneller als der Rotor, also dieses Feld, das sie erzeugen. Sie werden ständig zwischen Nord- und Südpol umgepolt, um den Rotor antreiben zu können, und das passiert kreisförmig. Damit sie ihn treiben können, muss dieses Drehfeld, so wird es genannt, weil es sich eben praktisch dreht, schneller laufen als der Rotor, also der Kern, der dadurch angetrieben wird. Nur dann kann ein elektrischer Strom durch die Spulen induziert werden. Das ist übrigens die Motorenkonstruktion, die inzwischen am weitesten verbreitet ist. Egal ob Tesla oder ICE, überall findet sich dieses Konstruktionsprinzip. Es ist einfach und effizient. Beim Permanentmagnetmotor ist das anders. Die Permanentmagnete führen zu einer Magnetisierung des Rotors. Das passiert verlustlos. So steigt der Wirkungsgrad des Motors gegenüber dem Asynchronmotor. Zudem brauchen Permanentmagnetmotoren weniger Anlaufenergie und zeigen außerdem auch Vorteile beim häufigen Anfahren. Permanentmagnete haben zwei Pole, Nord- und Südpol, und ihr Magnetfeld breitet sich pilz- bzw. kugelförmig aus. Ihre Magnetfeldlinien sind gekrümmt und laufen von Nord nach Süd. Um eine Drehbewegung zu erhalten, benötigt man zwei selbe Pole, die sich gegenüberstehen und deren Magnetkraft sich abstößt. Der Gegenpol, der mit derselben Kraft eine anziehende Wirkung ausübt, muss dagegen im richtigen Moment geschwächt sein, um die Drehbewegung zu ermöglichen. Um diesen Pol abzuschirmen, kann Eisen oder Ferrit eingesetzt werden. Doch wie können Permanentmagnete hergestellt werden? Der Energieaufwand ist sowohl bei der Rohstoffgewinnung als auch bei der Herstellung relativ groß. Ferromagnetische Metalle in Pulverform wie Kobalt, Nickel und Eisen sowie Legierungen aus Eisen, Bor oder Neodym dienen als Ausgangsstoffe für die Herstellung besonders starker Magnete. Während der Herstellung und des Pressvorgangs wird durch einen Elektromagnet ein besonders starkes Magnetfeld erzeugt, das die Magnetisierung ermöglicht. Dann wird der Pressling bei rund 1000 Grad gesintert, also verfestigt. Noch vor kurzer Zeit waren die Preise für die Magnete sehr hoch, weil für ihre Fertigung teure, seltene Erden notwendig sind. Durch die Erschließung neuer Minen sind die Kosten mittlerweile wieder runtergegangen. Dennoch sind die Investitionskosten enorm hoch. Und dennoch kommen sie in immer mehr Anwendungen zum Einsatz, beispielsweise in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, aber auch industriellen Antrieben wie Pumpen, Gebläsen und Kompressoren. Die Vorteile der Permanentmagnetmotoren, also noch einmal zusammengefasst, sie weisen eine höhere Effizienz bei niedrigen Drehzahlen auf. Es gibt keine Verluste bezüglich des Rotors und auch der höhere Leistungsfaktor ist nicht zu verachten. Aber auch die Nachteile liegen auf der Hand. Sowohl Montage und Wartung als auch die Demontage gestalten sich schwierig. Ja, jetzt gibt's aber noch den Magnetmotor. Ein Motor, der ohne Energiezufuhr eine Drehbewegung ausübt. Und zwar nur mit Hilfe von Dauermagneten. Also eine Art Perpetuum mobile, das durch die spezielle Anordnung der sich anziehenden und abstoßenden Pole dauerhaft in einer Drehbewegung gehalten werden soll. Schon in den 60er Jahren hatte ein deutscher Maschinenbauer behauptet, einen Magnetmotor erfunden zu haben, der bis zu 20 Jahre am Stück laufen könnte. Doch selbst im Jahr 2006 lehnte das Europäische Patentamt den Antrag für einen Magnetmotor ab. Sein Erfinder wurde 2010 wegen schweren Betrugs verurteilt. Fest steht jedenfalls, Magnete können Arbeit durch Anziehung und Abstoßung verrichten. Doch diese muss man auch aufwenden, um sie anzunähern bzw. zu trennen.
Solch ein System funktioniert also keineswegs als Kreisprozess, der immerwährend Energie liefert. Ein solcher Motor würde immer einen Gleichgewichtszustand anstreben und über kurz oder lang auslaufen, wie alles, was sich dreht und nicht angetrieben wird. Vielleicht habt ihr im Physikunterricht mal vom Energieerhaltungssatz gehört. Demnach ändert sich die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems nicht. Denn um einen Permanentmagneten zu erzeugen, muss zunächst Energie reingesteckt werden, und zwar eine Menge, haben wir ja gehört. Konkret müssen die Teilchen des Magneten gleichgerichtet werden, und zwar durch Energieaufwand, nämlich in einem elektromagnetischen Feld. Und das wird durch Strom erzeugt. Danach kann dann ein Permanentmagnet andere magnetische Stoffe anziehen und verrichtet dabei Arbeit. Und die muss dann auch aufgewendet werden, um eine Trennung entgegen der Kraft hinzubekommen. Im Klartext, die Energiebilanz liegt bei Null und aus dem System lässt sich keine Energie gewinnen. Das System wird stoppen, gezwungenermaßen. Es gibt und kann so etwas nicht geben. Also ihr könnt das ja selber mal mit Magneten ausprobieren. Der zieht an, aber wenn ich ihn wieder trennen will, muss ich Energie aufwenden, Arbeit. Es geht nicht anders. Die physikalischen Gesetze sind hier absolut eindeutig und auch wenn es total seltsame Effekte in der Quantenphysik gibt, sie haben die physikalischen Gesetze nie außer Kraft gesetzt. Sie sind einfach und sie gelten leider auch für einen Magnetmotor. Wenn ihr keine Videos zu den Entwicklungen in diesem Bereich und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert und ihr könnt dort eben Themen vorschlagen. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Elektroautos, revolutionäres neues Batteriekonzept. Bis dann. Bleibt dran.